Howdy ho und willkommen bei einem weiteren Part von Mario Kart 8 Man. Yeah! Und bevor ich was vergesse, sorry, ich muss kurz was einstellen. Sag, was so lang? Ja, es ist jetzt der dritte Part und ich habe keine Ahnung, was für ein Cup jetzt langkommt. Auch keine Ahnung, was für Strecken. Also. Und wenn wir jetzt ein bisschen lauter sind, ich musste kurz die Feinjustierungen ändern. Also, ja, weiter geht's. Scheiß drauf. Genau. Und wie man sieht, haben wir schön gefailt mit einem Stern und... ja. Ja, das Leben geht weiter. Ja, und... Ein neues Fahrzeugteil, wie im letzten Part freigeschalten, und es ist... Jetbike. Also, ich bin ja persönlich nicht so der Bikefahrer und deshalb... Naja, man muss dazu sagen, wir sind beide bei Mario Kart Wii. Sind wir eigentlich beide Motorrad gefahren. Ja, und weißt du was? Ja. Ich fahr's jetzt einfach. Okay. Die Challenge. Und wenn ihr Mario Kart Wii gezockt habt, dann werdet ihr jetzt die erste Strecke sofort erkennen und gebt euch diesen Unterschied. Ich sag nur, geil. Ja. Bullet Bill Speed Trail. Route Mario Kart 8. Ja. Die Kumo-Weide. Ist es nicht geil. Und ich hupe mal. Wie man sieht. Oh! Na! Oh fuck! Ich hab's doch gekriegt. Und der Unterschied bei den Bikes ist, dass man... Also es gibt den Wheelie nicht mehr. Und das... Ja. Ist jetzt anders. Ach man. Und ich kann damit eigentlich gar nicht so gut umgehen. Ich weiß auch nicht warum. Ich verkack das einfach. Also schaut. Rüber. Ernsthaft? Ja, schaut's da in die Mitte, zu dem ganz kleinen schwarzen Streifen. Also genau, ja, ja, da ist... Da ist perfekt. Da sieht man nicht die Schande. Obwohl ich bin Erster. Obwohl ich bin... Oh, sorry. Ich hab noch Husten da. Ein Husten. Husten. Da, die Kurve kriegen. Warte. Oh, ein Bomb-Omb. Bomb-Omb. Ach man, scheiß Kuhgeweih. Hast du was gegen Kühe? Nein. Okay, dann Ich bin Erster, aber... Ja. I hope I bleib on this front place. Nein! Lol, wenn du die Kühe abschießt, wie sie hochhaut. Das hat doch geil ausgeschaut. Warte, ich hab... Na, weh. Ja, chill. Weh. Hey, du könntest den vorlassen. Nein, das ist zu kurz. Weh. Ich schlag dich und sitz neben dir. Nein! Nein, ich mach's nicht. So, jetzt kannst du werfen. Ja. Weil jetzt kümmert's mich nicht mehr. Okay. Komm. Und Fünfter und ein paar Münzen noch am Ende. Ja, wenigstens noch Fünfter, aber jetzt musst du machen. Ja, ich weiß. Okay. Jetzt kommt... Was kommt eigentlich? Keine Ahnung. Jo, ein schöner Ladebildschirm. Ich bin sprachlos. GBA Mario's, Piste. Vom Game Boy Advance. Dem dritten, ja, ich glaube, dritten Mario Kart ever. Und Alter, da hat es ja noch... ich hab den Start verkackt. Also man muss auch sagen, beim ersten Mario Kart hat es ja noch leicht anders ausgesehen. Alter. Ein bisschen. Also nix mit Gravity. Mehr mit 2D-Pixel-Grafik. Besser 2 als 1D. Alter! Ja, immer kommen so scheißrote Ernst. Ja, er mag die roten nicht. So, jetzt habe ich diese Pflanze, die ist alles weg. Genau. Die Piranha Plant. Aber in damit Pflanze nicht, oder? Was fahre ich eigentlich zusammen für ein Mist?
Kreuzfahrzeug. Aber egal, fahren wir einfach mal die schönen Cups. Den Cup der guten Hoffnung. Die Witze werden echt immer schlechter. Also. Ich will ihn haben. Komm her. Komm her, Mann! Also bei mir läuft es sehr souverän noch. Keiner hat einen blauen Panzer oder Blitz. Das ist schon mal positiv. Alter, ich komme nicht am Bowser vorbei. Jetzt da! Ja, Mann, mit Winter. Yes, bitch. Bitch. Also ich bin ein... Pfirsiche. Ja, Pfirsiche. Meine meint, Prinzessin... Biatch. Ja. Okay. Ja. Es schaut so aus, als würde ich gewinnen, oder? Oder? Als bist eh du. Ganz egal. Yes, man! Bam! Nur noch ein Double Rennen. Erfolg. Double Erfolg. So, zwei Rennen noch. Jetzt reißen wir uns zusammen erst. Oh ja, und es wird schlecht ausgehen. Nicht immer so negativ denken, Bursche. Ne. Gott. Yo. Wieder der wunderbare Ladebildschirm. Jetzt entspannen wir uns, schließen die Augen und es geht weiter. Drittes Rennen und ich muss sagen, obwohl ich gar nicht so gerne Moped fahre oder Motorrad, mir taugt das sogar. Ich weiß nicht warum, aber ist geil. Ich weiß nicht. Und mein Gleiter passt doch farblich dazu. Also ihr müsst zugeben, mein Auto ist es nicht. No. Meines ist besser. Nein. Obwohl es das gleiche war. Ich bin deutlich unterwegs. Das war's. Ich bin in. Modern. Ach so. Ja, meins schaut überhaupt nicht modern aus. Oder? Nein, schon ab. Ist egal. Hauptsache okay. Gefühlt. Ja genau. Ich bin der Führer. Warte. Ich habe auch einen drauf gehabt. Warte, ich kann. Na, sonst werde ich abgeschossen und wir kommen den nächsten Arsch. Ja, kommt schon der Rote. Ich habe ihn gegen die Bande gelockt. Also Schwein habe ich schon, aber ich habe die geplant. Geh mal weg. Ich habe sie noch nicht eingesetzt. So, jetzt haben wir die Pflanze die ganze Zeit. Nein! Oh, was war das gerade gemacht? Ey, und die Pflanze gibt auch einen leichten Geschwindigkeitsboost, wenn sie nach vorne beißt. Oh, sorry. Und das bringt dann schon auch ein bisschen. Okay, Bowser ist wieder da. Der war im letzten Rennen schon so nervig. Ja. Jetzt sind es schon wieder alle vorbei. Und sechste. Dafür, dass ich Motorrad fahre, finde ich, bin nicht so schlecht. Und auch ein sehr schönes Detail, dass die Zielflagge ausschaut wie ein Volleyballnetz. Also genau. Beach Volleyball. Ja, ja. Ah ja, da wären wir wieder bei Beach. Nein. Und ich muss auch sagen, die Strecke, also die Grafik und... Das ist so ein Ort, wo ich gerne liegen würde und chillen beim Cocktail. Genau so. Also... Wie man das immer wieder schafft, die Strecken so... einzigartig zu machen. Das verstehe ich nicht. Respekt. Von den so, und da sind gerade ernsthaft zwei Boomer Ranks. War weiter. Ja, chill. Vorbeigefahren. Yes. Und yeah. Ey, jetzt muss man noch ein... Sehr nice. Ein Rennen noch, jetzt reißen wir uns zusammen. Weil wir haben ja, davor auch schon gezockt, wie ihr es mittlerweile schon wisst. Na echt. Und wir haben aber noch keinen Cup auf 150 geschafft, auf 3 Sterne. Ah ja, und was ich noch erklären wollte, ist der Mario Kart TV. Also, da kann man eben, je nach dem Rennen, das zeige ich dann vielleicht her. Ah ja, das ist eine geile Strecke übrigens. Kann man immer nach einem Rennen dann halt sozusagen die Highlights aus einem Rennen, die werden halt aufgezeichnet. Man kann sie in Zeitlupe anschauen und vorspulen und alles mögliche halt. Und das kann man dann eben bearbeiten und auf YouTube direkt hochladen. Ich denke mal, das probieren wir dann beim richtig geilen Online-Rennen mal raus, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich auch eine ziemlich coole Idee von Nintendo, weil... Ja, ist cool. Und bei der Strecke ist es so, wer das Original kennt, der...
der weiß, was ich mit Original meine. Das war einfach die Strecke, ein achtförmiger Kreis mit Autos. Das war's. Und die Strecke war dreimal so lang wie jede normale Strecke. Und ich weiß, ja. Und da sieht man schon, es hat sich was verändert seit mittlerweile schon fast 20 Jahren. Na, es hat sich nichts verändert. Das ist gleich. Also ja. Construction. Ja, super. Und die Rainbow Road aus Mario 64 wurde auch remake, das ist dann das allerletzte Rennen. Ich muss sagen, es ist auch das geilste. Sorry, über die Rainbow Road geht nichts drüber. Und ich muss mich jetzt auch zusammenreißen. Ja, ernsthaft, das ist das letzte Rennen. Ja, ich war hey. Nur noch eine Runde und ich bin Sechster. Ich meine, Schokolade. Und Insider. Ja. Und ich bin's. Alter, reiß dich zusammen jetzt! Ja! Ich brauche halt ein Item, sonst wird das nichts. Pizza, Zimtglas. Ach man! Du bist Erster? Ja, aber Waluigi ist genau hinter mir. Alter, ich glaub. Ja. Alter. Aber ja. Zu unkonzentriert. Halt die Fresse. Nein, eh wurscht. Müssen wir dann einfach mal ja, privat spielen. Aber sagen wir so, circa nach 20 Parts oder so, wenn wir dann online fahren oder so irgendwie, dann ja, werden wir das mal herzeigen, wie alles so in 3 Sternen ist. Genau, ein bisschen angehen. Ja. Ein bisschen. So, leider aber traurig, wieder mal verkackt. Ja. Aber es lag am Bike, ganz klar. Aber es sieht schon steilisch aus. Steilisch aus. Ja. Einmal die Highlights wollte ich noch kurz herzeigen, das mache ich jetzt sogar noch. Moment. Und war der Wert überkommen? Ich habe gewonnen. Ja, vor dem Top. Und nicht einmal ein Stern. Und das ist bitter. Mario Kart TV. Da kann man drauf gehen. Und dann... die Musik. Mario Kart Television. Jetzt muss er laden kurz. So, und dann kann man da die letzten Rennen quasi wiederholen und anschauen. Und ich mache das jetzt einfach mal bei dem. Und jetzt muss er laden. Mhm. Ja. Ja, wir sind Österreicher. Ja, Steiermark. Aus der Steiermark. Pfui. Und es ladet da. Ah ja, und da kann man jetzt entweder vorspulen, zurückspulen, verlangsamen. Und das sind halt die besten Szenen. Rausgeschnitten. Sieht man so gleich. So. Zum Beispiel so was Stylisches. Wow. Ja, und das ist eben ziemlich cool und nice. Ja, und da werden wir dann höchstwahrscheinlich einmal ein Video auf YouTube stellen, wo wir so was zusammenschneiden. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und schaltet Donnerstag wieder ein. Ja, Donnerstag. Also, ciao. Ciao.